Ich heiße Pia Wick. Ich bin Lehrerin für christliches Yoga. Ein christliches Yoga, was ich selber entwickelt habe und mit Begeisterung unterrichte. Das christliche Yoga ist eine Yoga-Praxis mit christlichem Inhalt. Wir spüren Bibelworten nach. Wir spüren zum Beispiel, wie wir gehalten sind, getragen sind, wie Gott uns in eine Würde hineinführen möchte. Wir hören das Bibelwort und wir verkörpern es. Oder wir beten mit dem Körper. Wir gehen in die Stille und lauschen nach innen. Wir kommen in Verbindung zu uns und zu unserem Vater im Himmel oder zu unserer Spiritualität, die wir auf der Matte leben können. Christliches Yoga hat unglaublich viele Aspekte. Wir lernen über unsere Anatomie, wie unser Körper wunderbar geschaffen ist und was damit verbunden ist, zum Beispiel unser Rücken oder unser Herz. In unserem Herz ist ein Gebot eingeschrieben. Was ist das für ein Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zum Beispiel. Und dem spüren wir nach und das verkörpern wir. Und so bekommt die biblische Botschaft eine tiefere Dimension, nämlich die Dimension des Körpers. Wir können es erleben, wir können es erfahren, wir können es spüren. Und dadurch wird unser Glaube lebendig, ganzheitlich und begeisternd. Eine ganz bekannte Stelle ist die Stelle, wo es heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin demütig und sanftmütig. Meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. So ungefähr aus dem Gedächtnis jetzt rezitiert. Diese Stelle ist deshalb sehr, sehr spannend, weil es da um Arbeit geht. Das Joch symbolisiert die Arbeit und oft lastet die Arbeit auf unseren Schultern. Und ich glaube, wir alle haben Nacken-, Schulterverspannungen, wir leiden unter Kopfschmerzen und wir tragen keine Joche mehr, aber der Muskel, der unter dem Joch liegt, also der Schultermuskel, der reagiert auf meinen Stress, den ich erlebe. Und da möchte Jesus dir eine Entlastung schenken. Da spricht er dir zu, Arbeit darf auch leicht sein. Du brauchst dich nicht zu knechten über die Arbeit. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das kann man tatsächlich erleben, körperlich erleben. Und dann über den Zuspruch, den Jesus uns da gibt, kann die Seele auch aufatmen. Und das charakterisiert gerade ein bisschen das christliche Yoga. Es hat seelische Aspekte, es hat körperliche Aspekte. Man könnte auch sagen, es ist Seelsorge, die körperlich erlebt werden kann. Ich zeige euch den Krieger, die Heldin, die sich aufrichtet, von innen her ganz gelassen dasteht, souverän im Leben steht und also die Kriegerin, der Krieger oder der Held, die Heldin hat diesen Aspekt. Ich stehe fest verwurzelt im Leben. Ich kann ein paar Schulterübungen zeigen, ein paar Nackenübungen, ein paar Dehnübungen und das mit den leichten Schultern verbinden. Also dieses kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Du stellst dir vor, dass du lockere und leichte Schultern bewegst, die kreist du nach hinten, du machst große Kreise und mit jeder Bewegung spürst du, wie deine Schultern leichter und lockerer werden. Und dann kannst du noch den Hals-Nacken-Muskel dehnen, den Trapezmuskel dehnen, indem du den Kopf auf eine Seite legst und einfach die Übung wirken lässt, so dass der Nackenmuskel, der Trapezmuskel gedehnt wird, gestreckt wird und du so Stresshormone abbauen kannst und in eine Leichtigkeit wieder zurückfindest. Es gibt eine wunderbare Übung, wie wir zur Ruhe kommen und wie wir spüren, wir dürfen alle Sinne nach innen zurückziehen. Und in diesem Rückzug dürfen wir erleben, wir sind gehalten und getragen. Und es gibt in den Psalmen einen wunderbaren Text, wo es heißt, dass Gott seine Flügel über uns ausbreitet, sodass wir geborgen sind.
Und die Stellung des Kindes symbolisiert für mich genau diesen Rückzug und genau diese Geborgenheit. Ich darf mich nach innen zurückziehen, darf mich selber wahrnehmen und spüren, wie Gott seinen Flügel über mir ausbreitet, sodass ich geschützt bin. Komm und mach mit und erlebe. Herzliche Einladung zum christlichen Yoga. Wenn du deinen Glauben vertiefen möchtest und ganzheitlich leben möchtest, mit Haut und Haar, mit Knochen und Muskeln, mit deinem ganzen Sein, dann lade ich dich herzlich ein, christliches Yoga mal auszuprobieren und mal zu schauen, was es mit dir macht.